Aktuell sehen wir in Baden-Württemberg natürlich einen großen Trend, so kommend aus der Automobilbranche und aus der Energiebranche, die sich sehr stark aufstellen, um Web3-Technologie zu installieren. Das sind aktuell einzelne Komponenten. Ja, sehr stark nutzen wir hier Web3-Technologie für das Thema Transparenz, zum Beispiel in Lieferketten, aber auch wenn es darum geht zu gucken, lade ich denn wirklich grün an einer Ladesäule oder ist der Energiemix vielleicht doch noch mit Kohleenergie wieder sozusagen beeinflusst? Also gerade wenn es um Transparenz und so Detailinformationen geht, nutzen wir sehr stark Technologien aus der Web3-Welt. Außerdem ist Baden-Württemberg unglaublich stark rund um das Thema künstliche Intelligenz. Und Web3 kann man eigentlich so ein bisschen als einen Übergriff bestehen oder verstehen aus mehreren Technologien, die zusammenkommen. Ja, das ist Sensorik, das ist virtuelle Realität, Blockchain, das ist künstliche Intelligenz. Und genau diese Use Cases sehen wir sehr stark gerade aus Baden-Württemberg heraus.